Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Und ich denke mal, es ist mal an der Zeit, unser Team nochmal aufzustocken, denn wir haben ja in unseren Boxen noch Relaxo und Evoli müsste da eigentlich auch noch schmoren. Deshalb werden wir jetzt mal ganz fix wieder zu irgendeinem Poké-Center laufen, um die dann letztlich in unser Team zu integrieren. Ich werde jetzt einfach mal hier den ganzen Weg komplett hochgehen, denn ich war mir letztlich auch nicht sicher, welcher Weg schneller bzw. kürzer ist. So, sind so langsam sind wir auch nicht, es sei denn, wir biegen falsch ab. Oh, komm schon, Baluten, schneller. So, jetzt hier noch fix hoch. Oh, Route 12, also das ist wirklich schon ein nicht gerade kleiner Weg. So, schnell ins Pokémon Center. Und dann gehen wir mal an unsere Boxen. Paluten schaltet den PC ein. Und dann werden wir doch jetzt mal hier tauschen. Erstmal ablegen. Und dann, ach, Evoli haben wir sogar schon dabei gehabt. Mensch, ja auch ein Dummkopf. Aber Relaxo noch nicht. So, wer kommt denn einfach mal weg? Ich glaube, Taubsi. Erstmal ablegen. Ja, in die Box. Dick, da können wir eigentlich auch mal eine Runde ablegen. Weiter bearbeiten? Nein. Denn wir wollen ja ein paar Pokémon jetzt auch mitnehmen. Genau, dann haben wir einmal Relaxo. Das nehmen wir einfach mal. Notfalls kann man das auch, glaube ich, ganz gut als Punching Bag benutzen. So, und hatten wir nicht auch irgendwo nochmal einen Taubsi gefangen, was relativ ein hohes Level hatte? 15. Hier haben wir noch Kleinstein und Zubat. Kleinstein war sogar Level 17. Aber wir hatten doch noch einen Taubsi gefangen, oder habe ich mir das eingebildet? Ne, hier, Taubsi Level 27, das nehmen wir auch mal. Zack, hier schön in die Box. Beziehungsweise in unsere Poketasche. Und dann haben wir doch hier schon mal wieder... Nein, so. Ein super Team. Stimmt, ich wollte auch mal gucken, wie viel KP-Punkte Relaxo letztlich hat. Schauen wir mal. Pokémon. Relaxo 142 und das ist gerade mal Level 30. Wenn wir mal den Bericht angucken, sieht man auch schon, welche Attacken es kann. Verhindert Vergiftung. Da Kopfnuss, Gena, Erholung und Schnarcher. Das sind wirklich ziemlich nice Attacken. Und eigentlich könnten wir doch Evoli mal jetzt den Wasserstein geben. So, Beutel. Wo versteckt er sich denn? Genau, Wasserstein, okay. Und dann wird daraus, glaube ich, Aquana. Hey, Evoli entwickelt sich. Oh, welche Überraschung. Und es kommt raus. Ja, ist gut jetzt. Aquana. Traumhaft, oder? Ist doch richtig. Evoli wurde zu Aquana, genau. Mal gucken, was für ein Text dazu jetzt gleich steht. Hm, gar kein Text. Nun gut. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal hier zu unserer netten Krankenschwester, die uns jetzt erstmal die Pokémon heilt. Und dann werden wir sofort wieder Richtung Süden sprinten. Denn da haben wir noch ein paar Kämpfe vor uns. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Jo, ich bedanke mich ebenfalls. Und wir latschen dann mal Richtung Süden. Und jetzt hier können wir auch wieder sprinten. Denn ansonsten wäre der Weg doppelt so weit. Denn ich denke mal, warte mal, das ist die normale Geschwindigkeit? Ja, das müsste doppelt so schnell sein. So. 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2. Erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht wieso, aber in GTA, wenn man da die ganze Zeit gesprintet ist, also in San Andreas war das, glaube ich, dann wurde man ja auch, glaube ich, dünner. Oder war das nur durch das Trainieren in diesen, in den Gyms? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich fand das aber eigentlich immer ziemlich lustig, wenn man dann so einen Fettsack da hatte. Oder dann eben ein durchtrainiertes Tier. So, wir sind jetzt aber nicht bei GTA San Andreas, sondern bei Pokémon. Gucken wir mal, gegen wen wir hier noch nicht gekämpft haben. Warte mal, hier unten? Genau, gegen dich haben wir noch keinen Kampf bestritten. Meine niedlichen Pokémon möchten dich gern kennenlernen. Ja, meine niedlichen Pokémon wollen dich gerne besiegen, denn das ist unser Kampfspirit. Oh, 4 Stück. Taubsi. Los, Kadabra. So, und du kriegst einfach eine Konfusion ab. Und ich bin, glaube ich, nach diesem Kampf gewillt, mal Fukano auch einzusetzen. Denn selbst wenn er sich die Erfahrungspunkte teilt, der muss einfach höher werden. Da geht kein Weg dran vorbei.
Weil mit seinem Level 23 ist es schon... Ah, jetzt habe ich das vergessen zu wechseln. Ist er schon ein wenig kümmerlich. Das muss man einfach mal so sagen. Wenn jetzt hier nochmal Konfusion einsetzen. Denn es wird auf jeden Fall dröge mit die ganze Zeit nur Kadabra, Kadabra, Kadabra. Auch wenn er natürlich hier wirklich alles wegrockt bis zum geht nicht mehr. Aber ein paar Erfahrungspunkte benötigt Fukano auch, denn er ist selbst niedriger als Aquana. Was ich ganz schön finde, ist das Detail, dass der Pokéball immer, also der Superball erscheint, wenn man Fukano einsetzt. So, und jetzt werden wir es einfach mal probieren. Oder werden wir es nicht probieren? Wir können ja einfach mal eine Runde Glut einsetzen. Mal schauen, wie viel Schaden das macht. Ah, das ist zu wenig. Flügelschlag. Komm schon, Fukano. Ah, das geht noch. Vielleicht schaffen wir das, Taubsi komplett außer Gefecht zu setzen. Wieder ein Flügelschlag. Dann haben wir gleich nur noch 20 KP-Punkte. So, jetzt geh bloß nicht daneben. Gut, dann haben wir doch Taubsi auch besiegt. Und dann kriegt Fukano auch die kompletten Erfahrungspunkte. Was aber nicht sonderlich viel ist. Nein, wir werden nicht wechseln, sondern sofort, also werden jetzt erst wechseln. Pokémon. Dann werden wir einfach mal, ach doch, wir nehmen einfach mal Kadabra. Obwohl Tauboga wird jetzt sicherlich, ganz gut Schaden machen. Lass uns mal überraschen. Ruckzuckhieb. Ja, nö, das ging aber. Also mit der Konfusion. Nochmal? Ach so, ja, der durfte ja, weil wir gewechselt haben, zweimal angreifen. So, komm schon, Konfusion! Nein! Ah, da hätte ich vielleicht was anderes einsetzen sollen. Aber nun gut. Das war es jetzt nichtsdestotrotz mit Tauboga. Und wir haben die Jute Hilde besiegt. Wow, du hast mich... Was? Du hast mit Leichtigkeit gewonnen. Ach so. Ich habe irgendwie was komplett anderes gelesen. Weiß nicht wieso. So, was haben wir denn hier noch so für schöne Gegner? Der hier wird Blitz-Pokémon sicherlich haben. Meine... Ach, Vogel-Pokémon begleiten mich immer. Ja, das ist ja schön. Vogelfänger... Was? Vogelfänger Fridjof. Auch ein extravaganter Name. Hört man, glaube ich, auch nicht sonderlich oft. So, nichtsdestotrotz nehmen wir jetzt mal... Einfach Psychokinese. Ich baue einfach mal darauf, dass wir irgendwann in naher Zukunft in eine Stadt kommen. Oder zumindest in die Nähe eines Pokémon-Centers. Als nächstes wird... Oh, Habitak. Ja, wir wechseln. Wieder zu Fukano. Und ich glaube, wir wechseln dann lieber mal mit Bisaflor. Denn, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Pokémon hier vielleicht noch kommen. Obwohl, wir haben ja noch einen Supertrank, glaube ich. Das müsste hinhauen. Wechseln wieder zu Kadabra. Denn Bisaflor versuche ich jetzt, soweit es geht, da rauszuhalten, da es schon diesen immensen Levelvorsprung hat. Oh, Silberblick, das ist natürlich gut. Denn ich denke mal, wenn wir jetzt Psychokinese einsetzen, dann war es das auch schon mit Habitak. Und wir haben keinen Schaden erlitten. Jawoll! Psychokinese haut schon ordentlich rein, das müssen wir mal so sagen. Und jetzt kriegen wir leider nur 160. Aber das geht... Oh, Ibitak. Ja, wir wechseln. Dann sagen wir einfach mal alles oder nichts. Und dann hoffen wir einfach mal, dass Ibitak hier nicht gleich Kadabra besiegt. Gucken, welches Level er ist. Oh, auch nur Level 26. Aber der wird ja wesentlich mehr Erfahrungspunkte bringen, dadurch, dass er sich weiterentwickelt hat. Oh, was? Oh, nein, hab ich... Wow. What? Was ist das denn für eine miese Attacke? Ah, das ist jetzt echt blöd gelaufen. Aber nichtsdestotrotz kriegt Ibitak ordentlich auf... Oh, 900 Erfahrungspunkte. Oh Mann, das wären auf jeden Fall ziemlich gute Punkte gewesen für Fukano. Und jetzt werden wir mal nicht wechseln. Na, Mist. Kriegst jetzt auch noch mal eine Psychokinese ab. Damit der Kampf hier auch schnell beendet. Ah, Mann, dass Fukano jetzt gestorben ist, in Anführungszeichen. Das nervt mich jetzt schon. Jetzt gibt es hier wieder einen dicken Erfahrungsboost. Ja, Vogelfänger Fridjof. Die Luft ist raus. Paluten gewinnt 624 Poki-Dollar.
So, Kollege, irgendwie ist das hier gerade ziemlich ungünstig, ne? Wir kommen an dir nicht vorbei. Dammit. Obwohl, da oben geht's auch weiter. Dann müssen wir hier mit dem wahrscheinlich kämpfen. Wieder ein Vogelfänger. Bin unterwegs und habe Rückenwind. Ja, das ist praktisch. So, Rückenwind. Beim Joggen ist Rückenwind immer klasse. Aber ich laufe immer so eine Runde. Und dann kommt auch irgendwann wieder der Gegenwind. Und dann gleicht sich das ein bisschen aus. So, Happy Tag. Ich werde jetzt Fukano auch nicht wiederbeleben. Oh Mann. Obwohl eigentlich... Ah, da bin ich jetzt... Oh, sogar ein Volltreffer. Ich wusste gar nicht, dass das auch kritisch treffen kann. Denn letztlich ist ein Volltreffer ja nichts anderes als ein kritischer Treffer. Das wurde einfach nur ein wenig verschönt. Und wir können dann einfach mal... Oh, Aquana. Okay, es hat ist eben eine höhere Stufe in Sachen Entwicklung. Aber 100 KP... Nicht schlecht. Können wir mal gucken, wie es sich letztlich gegen Habitak schlägt. Rechte Hand, Sandwirbel, Ruckzuckhieb. Dann nehme ich lieber mal rechte Hand. Weil das sieht irgendwie am stärksten aus. Oh, na toll. Ich weiß aber auch nicht, was... Oh. Okay, das mal wen... Wow. Nicht noch ein... Oh. What? Noch ein Schlag? Viermal getroffen. Ja toll, was mache ich denn jetzt hier? Heuler, da muss ich Ruckzuckhieb einsetzen. Oh, der macht aber auch nicht so viel Schaden. Und was rechte Hand jetzt letztlich ist, muss ich mir gleich mal durchlesen. Jo, nimm ruhig Silberblick, das stört uns eigentlich nicht sonderlich. Denn du bist hier ja gleich besiegt mit Ruckzuckhieb. ...310 Erfahrungspunkte. Nehmen wir natürlich gerne mit. Nee, wir bleiben mal bei Aquana. Wir haben ja noch genügend KP-Punkte. Und ich werde einfach nochmal... Obwohl, warte mal. Pokémon? Das kann ich doch bestimmt hier auch Bericht. Genau. So, was ist rechte Hand? Hä, wieso kann ich denn jetzt hier nicht... Ach doch. Steigert die Kraft der Angriffe des Getroffenen im Kampf. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet habe. Dann müssen wir hier wohl weiter mit Ruckzuckhieb agieren, bis wir mal eine gute Attacke bekommen mit Aquana. Jetzt gehen wir hier schon wieder in diesen Modus. So, Kampf, Ruckzuckhieb. Ah, müssen wohl auch wieder dreimal die Attacke anwenden. So, Ruckzuckhieb. Und ich hoffe mal, dass wir irgendwann bei einem... Wow. Wow, das hat gut reingehauen. Aber da musste Aquana jetzt schon ordentlich was einstecken. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt gleich gegensteuern. Gibt wieder eine Runde Taubsi. Wir wechseln erstmal nicht, denn der kann ja dieses Verfolgung hoffentlich auch nicht. Denn Ibitak, das war wirklich eine hinterrückse Attacke, dieses Verfolgung. Habe ich auch persönlich noch nie gesehen. So, Aquana kommt zurück. Kadabra muss es jetzt richten. Ja, Ruckzuckhieb, das wird doch jetzt genau nicht viel Schaden machen. Taubsi bekommt jetzt nochmal eine Psychokinese ab. Und leider ist es kein Tauboga, dann wird es natürlich wieder mehr Erfahrungspunkte geben. Und so 147, das ist wirklich ein Witz. Und wir bleiben jetzt einfach mal bei Kadabra. Denn wie ich bereits schon zweimal gesagt habe, wissen wir noch nicht, was noch kommt. Nehmen wir aber mal eine Runde Psi-Strahl. Und da geht auch Habitaks KP runter wie nichts Gutes. Und man sieht auch schon, wir sind Level 37 und die 310 Erfahrungspunkte haben nur so ein ganz kleines Stück gegeben. Der Wind dreht sich und wir bekommen läppische 600 Poké-Dollar. So, und jetzt ist hier jemand auf dem Fahrrad. Was schaust du so dumm aus der Wäsche? Weiß nicht. Ich möchte keinen Streit. Oh, der sieht aber gefährlich aus. Drei Pokémon dabei. Biker Hiob. Oh, Smogon, das schreit doch praktisch nach Kadabra. Denn der wird die ja locker außer Gefecht setzen. Ja, Smogon. Das war wohl nichts. Wie der auch so nach oben guckt. Das ist zu herrlich. Erinnert mich an diesen einen Smiley, der auch so einfach nach oben guckt.
Wir werden nicht wechseln. Ich habe jetzt mir allerdings auch nicht angeguckt, was... Ach, wieder Smogon. Jetzt sehen wir das nochmal. Achtet mal auf die Augen, wie die einfach so nach oben gehen. Herrlich. Und auch diese kleinen Eckzähne hier. Das, glaube ich, sollen zumindest Zähne sein. Herrlich. Und wie viel Erfahrung? Oh, 684. Ja, da können wir vielleicht noch ein weiteres Level-Up gleich feiern. Und Hiob hat wirklich eine Vorliebe für Smogons. Das macht sich so ein bisschen bemerkbar hier. Ich glaube, Kadabra hat gleich wieder ein Level-Up. Smogon. Ah, komm schon. Jawoll, Level 38. Spieler besiegt Biker Hiob. Zack, Getriebeschaden. Oh, der ist ja noch knausriger. So, stapfen wir hier mal eifrig weiter. Den da unten haben wir schon besiegt. Ach, hier wäre es sowieso nicht weitergegangen. Route 14. Oh, Route 14, Westen, Fuxania City. Und hier befinden sich auch noch ein paar Vogeltypen. Meine Vogel-Pokémon sind gut auf Kämpfe vorbereitet. Vogelfänger Malte. Oh, ein Kollegen da ist Malte. Und der erinnert mich immer ziemlich an Butters von South Park. Der ist echt original wie Butters. Das ist unglaublich. So, Taubsi. Friss meine Konfusion. So, 306 Erfahrungspunkte. Nee, wir wechseln nicht. Brauchen unbedingt ein Pokémon-Center. Das nervt mich jetzt, dass wir schon wieder nur die ganze Zeit mit Kadabra kämpfen. Aber der Kadabra rockt auch einfach extrem. Sofern man da wirklich immer den Erstschlag hat, ist es so einfach, egal gegen wen. Und selbst wenn man da mal denkt, okay, es könnte knapp werden, macht man eben eine Runde Psychokinese. So zum Beispiel bei Habitak. Da mache ich jetzt mal, wir haben ja noch 5. Und dann ist der Drops da auch 100%ig gelutscht. Da hat Habitak keine. Und noch ein Volltreffer. Und ich hatte auch in den Kommentaren gelesen, dass es auch in späteren Pokémon-Versionen leider keinen Kampflog gibt. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Oder kein, oder wenigstens irgendeine Anzeige, wo man das sieht. Das wäre echt cool. So, Vogelfänger Malte. Jetzt kriegst du nochmal, wirst du nochmal ein bisschen konfus gemacht. Und dann war es das ebenfalls mit dir. Da oben im Norden war ja noch ein Vogelfänger. Und wann entwickelt sich denn endlich mal Kadabra zu Simsala? Das gibt's ja gar nicht. Ich meine, wir sind schon Level 38. So, latschen wir mal zu ihm. Was haben wir hier noch? Irgendwas Interessantes? Nee. Gegen die beiden haben wir auch schon gekämpft. Und dann werden wir nochmal hier die Herausforderung annehmen. Damit Pokémon starke Attacken erlernen, muss man TM einsetzen. Okay, läuft doch auch bis dato mit Kadabra ganz gut ohne. Und der hat wieder 3. Oh, der Jute Armin. Mensch, wie geht's? Wieder ein Taubsi dabei? Welche Überraschung. Nehmen wir mal eine Runde Psi-Strahl. Davon haben wir noch 19 AP-Punkte. Und der reicht auch komplett für Taubsi. Und ich würde jetzt gerne nochmal... Oh, Dodu haben wir auch lange... Also haben wir noch gar nicht gesehen. Dodu gibt es ja, glaube ich, immer in dieser Safari-Zone. Ist auch meiner Meinung nach ein ziemlich, ziemlich hässliches Pokémon. So, Dodu. Das war's mit dir. Viele Erfahrungspunkte. Boah, fast 600. Aber ich glaube, wir schaffen das mit dem Level-Up nicht wirklich. Es sei denn, Tauboga ist jetzt Level 35 und wir können es besiegen. Wovon ich aber einfach mal nicht ausgehe. Vielleicht Level 3, 28 wieder. Da sollte aber auch trotzdem der Psi-Strahl reichen. Jawohl. Nee, das reicht leider nicht. Na, was hast du zu sagen? Ich war zu schlecht. Das hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut erkannt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit das noch nach Süden ist. Weil hier sind ja noch so ein, zwei Trainer, immer noch die ganzen Vogeltypen. Oh, und da unten sind Gräser. In Prismania City kann man TMs kaufen. VMs besitzen allerdings nur wenige Personen. Ja, wir haben doch bestimmt noch ein paar... Stimmt, damit müsste ich mich eigentlich auch mal richtig beschäftigen, wem wir denn nochmal eine schöne VM bzw. TM geben könnten. Gucke ich vielleicht auch nochmal... Oh, das sieht doch auf jeden Fall vielversprechend aus. Level 29 Tauboga, da werden wir mal schön unsere... Nein, jetzt kriegen wir hier so einen Ruckzuck-Hieb ab. Schöne Psychokinese.
Mewtwo kann doch, glaube ich, auch mal. Ich weiß, dass ich Psychokinese früher auch immer oft eingesetzt habe mit Mewtwo. Oh, kurz vorm Level-Up. Nochmal Ibitak. Nee, wechsel nicht. So, Ibitak. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht einsetzen, aber nun gut. Zum Glück hat der nicht Ruckzuck-Hieb eingesetzt. Das muss doch auch wieder richtig viel Erfahrung. 1000, wow. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir über 1000 EP-Punkte sind. Nicht schlecht, Herr Specht. Vogelfänger Vincent. Oh, so ein Mist. Und immer noch keine Verwandlung. Warte mal, muss man irgendwas Spezielles machen? Warte mal, ich möchte jetzt mal gucken. Ist hier schon die Stadt? Dann gehen wir notfalls, wenn wir uns mal geheilt haben, wieder hier hin. Warte mal, nehmen wir hier Zerschneider. Denn das wird ja irgendeinen Grund haben, dass man hier oben längs kann. Vielleicht um möglichen Trainern aus dem Weg zu gehen. Route 15, genau, da sind ja... Oh nein, warte mal. Dreh dich bloß nicht um. Los jetzt! Jawohl! Und an euch schleichen wir uns auch vorbei. Oh, hier ist ein Pokéball. Regentanz. Oh, das ist eine TM. So. Nein, 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 nein. Schnell hier rein. Route 15. Oh, jetzt sind wir in Fuxania City. Das ist doch cool. Oh, warte mal. Fuxania City, die Stadt der rosaroten Träume. Ist das... Nee. Oh, schade, ich dachte... Warte mal. Ist das ein Zoo? Ja, ziemlich gemein. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo genau diese Safari-Zone ist. Wo müssen wir denn jetzt hier längs? Das Pokémon Center. Einmal komplett hier rum. Und hier ist auch gleich schon die Arena. Was ist das für eine? Fuxania City Pokémon Arena. Koga. Der giftige Ninja-Meister. Oh, Gift-Pokémon. Die sollten doch eigentlich auch eine Anfälligkeit gegen Feuer-Pokémon haben. Willkommen im Pokémon Center. Jupp, Standardtext. Und dann muss ich mal gucken, dass wir Fukano auf jeden Fall dann vielleicht nochmal den Feuerstein geben. Und dann den noch so ein bisschen hochleveln, damit der da ordentlich rocken kann. Komm jederzeit wieder vorbei. Und bevor wir das aber machen, werde ich noch einen kleinen Cut einlegen. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Feuerrot.